Heute geht es um Bilderrahmen, Blumen, Vasen, Tischset. Und was ich damit mache, das zeige ich dir jetzt. Hier habe ich meine alte Dekoration. Die habe ich dekoriert auf einem Spiegel und einfach ein paar Vasen, die ich im Brockenhaus gefunden habe, auf den Spiegel gestellt und ein paar Restblumen von einem Blumenstrauß hier eingefügt. Die sind jetzt ziemlich vorbei, diese Blumen, und hier möchte ich was Neues machen. Und dafür war ich zufälligerweise auf einem Spaziergang und habe einfach alles mal gesammelt, was ich gefunden habe. Also wirklich querbeet, alles was mir gefallen hat und wo ich dachte, da könnte ich was draus machen, das habe ich gesammelt. Fragt mich bitte nicht, wie all diese Blumen heißen. Von den meisten habe ich keine Ahnung. Die sieht man zwar jedes Jahr wieder, aber wie sie heißen, das weiß ich leider nicht, bis auf einzelne. Aber wie gesagt, geh spazieren, pflück dir das, was dir gefällt und mach was Schönes daraus. So, meine Idee nun ist, dass ich diese Bilderrahmen im Prinzip als Tablett benutzen möchte und auch dann die Vasen hier reinstellen möchte, damit man das auf einen Couchtisch oder auf eine Kommode stellen kann, und es hebt sich noch ein bisschen ab. Ich finde das immer sehr schön. Und da das hier so nicht gerade sehr schön aussieht, habe ich im Ausverkauf diese Tischsets gekauft. Die sind aus Papier und ich brauche keine Tischsets, aber ich dachte, das kann ich garantiert für was anderes gebrauchen. Und jetzt schaue ich, ob das funktioniert. Also das ist jetzt sehr, sehr bunt für mich. Und hier werde ich einfach einen Auszug davon nehmen. Und dann werden die dann hierauf drapiert. Mal schauen, wie das ausschaut. Ich nehme dich hier mit. Das ist die eine Dekoration, die ich zeigen werde. Und dann werde ich noch was zeigen für das Fenster. Da hat mich jemand gefragt, ob ich da eine Idee habe. Ja, ich habe da eine Idee. Jetzt nichts Neues, aber ich zeige sie dir danach dann noch. Okay. Dann nimmst du einen Bilderrahmen in deiner Größe, wie es dir gefällt. Und in der Farbe. Man kann die ja auch noch besprühen. Da habe ich jetzt mal so drei Stück, auch aus dem Brockenhaus. Wie ihr wisst, bei mir kommt ziemlich alles aus dem Brockenhaus. Und da findet man halt wirklich noch so schöne alte Bilderrahmen und vor allem mit Glas. Ich mag es nicht, wenn hier Kunststoff ist. Das sieht einfach sehr billig aus. Dann werde ich diese mal Tischsets mal hier einfügen und schaue mir das mal an, wie das ausschaut. Legen wir los. Ich werde jetzt hier schauen, was ich kombinieren werde. Ich finde es halt immer schön, wenn so etwas Verspieltes ist und dann etwas Ruhiges noch dazu kommt. Und ich werde vermutlich das hier verwenden. Sehr schlicht. Seite wäre das natürlich mein Favorit, aber es ist Frühling und dann darf es ein bisschen freundlicher sein. Ich schaue ein bisschen, was zu den Blumen passt, farblich. Das wäre natürlich sehr schön. Das ist jetzt wieder nicht so bunt. Das
das werde ich mal rausnehmen. Also, ich werde die zwei nehmen. Ich bin da am wenigsten gebunden, von der Einrichtung her und von den Blumen. Und der Gedanke ist natürlich, es sollte auch zum Gold passen. Und das ist klassisch, ruhig. Und dann kommen ja noch die Blumen drauf und dann wird das schon ein bisschen wilder. Ich werde die zwei Bilder nun hier in den Rahmen einfügen und dann sehen wir uns. Und passend zu dem Motiv, wo ich hier drin habe, habe ich mir überlegt, ich fände es schön, wenn man das noch ein bisschen sieht. Und wenn ich jetzt hier aber alles Blumenvasen reinstelle, dann sieht man das nicht mehr. So kam mir die glorreiche Idee. Ich habe ja noch so Marmeladengläser. Die habe ich jetzt ausgewaschen und mit Wasser befüllt. Und da habe ich verschiedene Größen. Und die werde ich jetzt hier einfach draufstellen. Eine Vase oder Flasche in der ähnlichen Farbe, wo sich hier im Motiv wiederfindet, habe ich auch noch dazu genommen, damit es ein bisschen nicht alles Glas ist, dass es ein bisschen eine Spannung gibt. Und dann kannst du die in allen Formen und Größen dekorieren, wie es dir gefällt. Und hier habe ich das Gleiche gemacht. Hier jetzt aber mit den braunen Flaschen, auch Marmeladengläser. Und hier habe ich noch ein braunes. Mal schauen, ob das nachher schön ausschaut. Und hier habe ich hier das ruhigere Motiv. Und die werde ich jetzt mit meinen Wiesenblumen, Gräser dekorieren. Und ja, wir schauen, was daraus wird. Meine Blumendekoration ist fertig. Mir gefällt es recht gut. Ich muss schauen, wie es aussieht, wenn ich es dahin stelle, wo ich es haben möchte. Aber ich finde, man kann wirklich aus Wiesengräsern, Marmeladengläser, du kannst Weinflaschen nehmen oder was du halt gerade zu Hause hast, kann man einfach einfache, schöne Dekorationen machen. Das ist das Erste. So. Und hier habe ich das Zweite. Das ist etwas ruhiger, wie ich finde. Da habe ich Flieder drin, auch Wiesengräser. Und ich weiß nicht, was das ist. Es ist nicht von einem Obstbaum, so was ich gesehen habe. Ich fand sie sehr schön und habe sie einfach mitgenommen.
Und das macht es ein bisschen eleganter. Du kannst natürlich auch, wenn du einen Garten hast und schöne Tulpen oder Rosen oder was du halt hast, mit Wiesengräsern kombinieren. Das finde ich halt immer sehr schön. Also das ist die zweite Variation, die ist ein bisschen anders. Ich zeige dir dann, wie das ausschaut, wenn es da steht, wo es stehen soll. Und dann habe ich eben noch eine kleine Dekoration fürs Fenster. Ich mache das mal zur Seite. Und zwar ich habe im Brockenhaus diese kleinen Gläser gefunden und da hatte ich schon die Idee, dass ich die vermutlich fürs Fenster verwenden möchte. Die werde ich dekorieren. Wie gesagt, das wird eine Dekoration sein, wo du vermutlich schon kennst. Ich zeige sie dir trotzdem, denn danach werde ich diese Gläser verwenden für meine Pulparbeiten. Ich werde die dann einkleiden. Ich kann dir ganz kurz was zeigen. Ich habe was ausprobiert. Das zeige ich dir kurz. Ich habe hier auch so kleine Gläser, die übrig bleiben, wenn man irgendwas Kleines im Glas kauft. Die habe ich hier verarbeitet. Die sind aus Pulp und die kannst du an die Wand hängen. Und das sieht wirklich ganz süß aus. Wenn du die an der Wand hast und dann kannst du hier Blumen reinmachen, ein bisschen schöner, damit man sich das vorstellen kann. Ja. So. So ungefähr. Ich weiß nicht, ob man das hier so gut sieht. Die ist so ein bisschen bauchig. Und hinten ist sie gerade. Und dann kann man das so an die Wand hängen. Und das sieht wirklich sehr süß aus. Und da kannst du verschiedene Formen machen. Dazu werde ich noch ein Video machen. Ich finde das auch super zum Verschenken. Und wenn du ganz viele so an der Wand hast, dann sieht das ganz toll aus. Und man kann es immer wieder neu dekorieren. Und mit denen werde ich noch solche machen, aber ich werde auch noch aus Pulp welche machen, die man dann ebenso aufhängen kann. Da werde ich was ausprobieren, das habe ich so auch noch nie gemacht. Da lasse ich mir was einfallen und das werde ich dir zeigen. Aber heute machen wir das mit den kleinen Flaschen. Da kannst du auch alles nehmen, was du halt gerade findest. Ich überlege gerade, was man denn so kauft, wo man so kleine Flaschen hat. Aber es fällt mir gerade nichts ein. Aber mach dich auf die Suche, du wirst welche finden. Die Gläser habe ich jetzt ein bisschen mit Wasser befüllt. Vielleicht war das eine schlechte Idee, aber unter dem Hahnen geht es einfach am besten als diese kleinen Öffnungen danach exakt zu finden. Du hast hier jetzt natürlich die Möglichkeit, dass du einen schönen Ast über das Fenster befestigst und dann diese Gläser ranhängst und dann Blumen reintust.
das wäre so das, was man oft sieht, wie ich finde. Und ich habe jetzt hier, möchte ich was ausprobieren, und zwar habe ich hier einen alten Stickrahmen, auch aus dem Brockenhaus. Und es sind ja grundsätzlich zwei, wenn man es auseinander nimmt, dann könntest du zwei machen. Ich werde jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich eins oder zwei machen. Zwei wären schon noch schön. Voilà. Jetzt habe ich zwei so Kreise. Du kannst auch aus Metall nehmen. Und ich versuche jetzt, die hier ranzuhängen und zu dekorieren. Ich werde das jetzt hier oben, ich habe hier oben eine Federkernmatratze, ich zeige dir das kurz. Und dann hänge ich das hier mal hin und dann kann ich es hier besser dekorieren. Also ich zeige dir mal, wie das hier oben über dem Tisch ausschaut. Und dann legen wir los. Jetzt mache ich einen kleinen Schwenk nach oben. Und hier habe ich eine Federkernmatratze, also der Inhalt. Und das habe ich an die Decke montiert, damit ich hier allerlei ranhängen kann. Das ist meine Federkernmatratze, der Inhalt. Den habe ich auf der Straße in Hamburg gefunden, an dem Tag, als ich umgezogen bin von Hamburg wieder in die Schweiz, und habe den unbedingt mitnehmen müssen, und er hatte wirklich noch im Umzugswagen Platz, und ich bin sehr froh, habe ich den, dann kann man für allerlei Sachen gebrauchen. Also wenn du sowas findest auf der Straße, nicht vorbeilaufen, mitnehmen. Du kannst auch eine Garderobe draus machen, das hatte ich in der letzten Wohnung, also die sind Gold wert, und ja, ich habe immer noch Freude daran. Also, zurück zum Thema. Die werde ich jetzt hier hinhängen und dann werden wir mal schauen, was daraus wird. Ich werde die mit Draht, mit auch einem ganz dünnen Draht, aufhängen. Ich nehme lieber Draht als Schnur. Aber du kannst auch Schnur nehmen, das ist dir völlig egal. Und dann werde ich die mal oben aufhängen. Hängt schon mal, und dann das gleiche machst du mit den Gläsern, auch den Draht rumwickeln. Ich mache das jetzt ein paar Mal, damit es ein bisschen, ich finde, es sieht dann ein bisschen andersrum. Ich werde hier bewusst mehrmals mit dem Draht rumgehen, weil den Draht siehst du sowieso. Und immer wenn ich was mache, wo man in der Regel etwas machen möchte, wo man es nicht sehen sollte oder es nicht möchte, aber es geht nicht, dann stelle ich das immer in den Vordergrund, weil dann ist die Absicht, dass man sehen soll, anstatt schlecht verdeckt. Ja, so ungefähr. Okay, und dann hängst du das hier an diesen Stickrahmen oder was du hast, und das wird jetzt, mache ich nacheinander, damit das nicht kippt, und dann machst du das in verschiedenen Längen. Man kann das auch mit kleinen Glasflaschen machen. Eben ist, was du halt zu Hause hast. Und dann schaue ich, dass die ein bisschen verschieden sind in der Länge.
Meine Dekoration ist jetzt fertig. Ich habe jetzt hier überall Wiesenblumen eingefüllt. Das habe ich jetzt nicht im Detail gezeigt, das erklärt sich ja von selber. Und dann kannst du das nach deinem Geschmack dekorieren. Und du kannst diese Ringe mit diesen Glasflaschen dran, kannst du natürlich auch über den Tisch hängen. Das sieht auch ganz toll aus. Ich habe das noch ausprobiert. Das zeige ich dir, da habe ich ein Foto gemacht. Ansonsten kannst du es eben ans Fenster hängen oder wo du halt Platz hast, wo es dir gefällt. Und ich finde, es ist sehr schön, da der Frühling nicht wirklich kommt, dann holen wir einfach den Frühling ins Wohnzimmer. Und ich hoffe, dass es dann schon mal langsam etwas wärmer wird. Aber es gefällt mir, es ist wirklich eine schöne, feine Idee. Ich hoffe, es war für dich eine Inspiration. Wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast oder Ideen hast, dann schreib es mir unten in die Kommentare rein. Dann greife ich das sehr gern auf. Und für die, die im Mitgliederbereich sind, also in der höheren Stufe, da kommt noch ein Video diese Woche. Mindestens ein Video auf jeden Fall. Und da werde ich noch eine Frage beantworten, die längst überfällig ist. Und ich werde euch zwei Sachen zeigen, wie ich so Gegenstände bemale und so. Da kommen immer Fragen auf. Also das werde ich mal aufgreifen. Und wenn ihr sonst Ideen habt, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen.